Ja, wir sind hier beim Alpinen Weltmeisterschaften in Unterenzingen. Die Strecke hat 250 Meter Länge. Sie ist bestückt mit 35 Toren. Das heißt, wir haben einen Abstand zwischen 3 und 7 Meter und die muss man mit beiden Beinen umfahren. Es ist ähnlich wie beim Skisport. Ja, im Reglement ist es so, dass bei der Weltmeisterschaft nur Jahrgänge ab 2003 und älter teilnehmen dürfen. Und es gibt nur eine Damengruppe, also es ist egal wie alt, es gibt nur Damen und Herren, keine Jahrgänge, sondern ab 2003 darf jeder bei der Weltmeisterschaft starten. Wir haben momentan 9 Nationen hier, darunter Spanien, Polen, Serbien und da gibt es auch verschiedene Rollengrößen. Wir haben Läufer, die mit 4 Rollen am Millimeter 110 fahren. Wir haben auch Läufer, die mit 80, mit 90 Millimeter fahren. Die haben unterschiedliche Gummimischungen. Die einen haben mehr Grip, die anderen sind etwas härter, die sind dann etwas schneller. Die mehr Grip haben, da kommt man sicherer um die Kurven rum. Wir haben die Skistücke, um praktisch die Stange früh wegzuschlagen, um eine engere Linie an dem Tor zu haben. Wenn wir so halbnasse Strecken haben, ist es schwierig mit den Rollen zu fahren, weil wir ja kein Profil drauf haben, sondern es ist alles mit der Härte der Rolle. Und da gibt es Regenrollen, die sind halt relativ weich, weil die dann auch bei nass gut halten. Und es gibt nichts Schlimmeres für einen Inline-Fahrer wie eine halbnasse Strecke. Also wird bei uns jetzt heute die Strecke ganz nass gemacht, damit die Sicherheit der Läufer besser gewährleistet ist. Die Läufer sind alle voll geschützt. Sie haben eine Protektorenweste, die geht bis zu den Händen. In den Händen haben sie Handschutz. Und sie sind vorne gepolstert, hinten gepolstert, einen Rückenpanzer. Sie haben Hosenschutzpanzer vorne und hinten und von den Knien abwärts sind sie auch gepolstert. Also was passieren kann, sind meistens nur Schürfwunden. Wenn es auch sag mal, schlimm aussieht, in der Regel steht der Läufer auf und fährt weiter und nachher macht man Pflaster drauf und es ist wieder gut. Ja. Also so von der Verletzungsgefahr gibt es viel schlimmere Sportarten, muss man sagen. Jetzt, wenn es nass ist, ist es immer schwierig zu halten. Und wenn beim nassen Wetter jemand stürzt, der rutscht dann durch das Tempo vielleicht 2-3 Tore weiter. Ja? Wenn er weiterfahren will im Lauf, dann muss er zurücklaufen an dem Tor, wo er verfehlt hat. Da zeigt der Torrichter dann an, wie er um die Stange, er muss die Stange einmal umrunden und kann dann wieder weiterfahren. Also ja, aber es kostet halt Zeit. Ja. Den ersten Lauf, den setzt ein Nationaltrainer aus den Verbänden verschiedener Länder. Das wird vorher festgelegt von der FIS, wer setzen muss oder darf. Und der zweite Lauf wird dann vom anderen Nationalitätentrainer gesetzt. Und so hat jeder seine bisschen Eigenarten und die Läufer müssen mit allem zurechtkommen. Und es zählen immer beide Läufe für den Gesamtsieg. Also zwei Läufe ist eine Wertung dann. Und die Läufer fahren im ersten Lauf nach ihren Weltranglistenpunkten. Da heißt der Beste fährt zum Schluss und der Schlechteste fährt, also von den Punkten her, fährt als Erster. Und im zweiten Lauf wird dann nach der Zeit gefahren. Das heißt, der Schnellste fährt dann zum Schluss. Der Langsamste fängt am Ersten wieder an, als Erster. Und dann werden die Zeiten zusammengezählt und wer dann der Schnellste ist, hat praktisch gewonnen. Also der Württembergische Rollsportverband hat 8 Vereine, die das Inline aktiv betreiben. Und da gibt es die Baden-Württemberg-Serie, die praktisch in Baden-Württemberg von Tuttlingen, also alles, was in Baden-Württemberg ist, kehrt zur Serie. Das sind 6 Rennen und da gibt es die Gesamtwertung. Wer praktisch die beste Punktzahl hat von den 6 Rennen, das ist der baden-württembergische Meister dann. Ja. Sieger, Baden-Württemberg-Cup-Sieger. Baden-württembergische Meisterschaften gibt es separat. Und da sind so meistens auch so 120 Läufer am Start. Und man sieht dann praktisch von einem Ort zum anderen. Dann gibt es noch eine Deutschland-Serie, da geht man praktisch durch ganz Deutschland
Das ist natürlich schon hochwertigere Rennen. Und nach den deutschen Rennen kommen dann die internationalen Rennen, das ist der Weltcup dann. Weltcup und natürlich dann auch die Weltmeisterschaften. Wir haben die Inline-Sportart angefangen, weil wir sehr gute Skirennläufer gehabt haben. Und um im Sommer nicht so weit auf den Gletscher zu fahren, haben wir das Inline-Alpin angefangen, weil die Bewegungsabläufe recht ähnlich sind wie beim Skifahren. Ja, es gibt eine Vielzahl von Skifahrern, die praktisch diesen Sport im Sommer als Training machen.